Zimmer. Echt? Was Ah, hängt denn bei dir? nee, ist schon okay, ist schon Deine Lippe hängt gleich, Junge. okay. Ja, Mann, Alter. Oh, Digga, wen nehme ich denn? Nehme ich einen Mensch oder was? Panik. Okay, bei mir hängt es aber auch gerade, Boden. Alter. Ah ja, okay, es hängt nicht mehr. Ja, okay, alles klar. Ja, ich habe einen Aman genommen, ne? Aman, Digga, ich glaube, nimm, glaube ich, einen Mensch oder einen Kastanik. Aman, Volksfertigkeiten, Freiheit und Ehre sind einem nicht gegeben, sondern müssen errungen werden. Okay. Elin-Klingentänzerin. Was ist das denn? Ah ja, okay. Ihr müsst einen Charakter auf Stufe 40 oder höher haben, um eine Klingentänzerin zu erstellen. Ah ja, okay. Alles klar, Baby. So, Digga, wen nehme ich denn? Nämlich einen Menschen, Kastanien. Also, wie? Krass. Ja, jedenfalls ein Hochelf. Papori. Baraka. Was nimmst du denn jetzt? Bin, glaube ich, ein Mensch, Digga. Ehrlich? Du Berlin. bist ja langweilig, Junge. Ja, ich weiß deswegen, aber der hat halt die besten Eigenschaften für so einen Magier. Oder einen Baraka, mal gucken. Stellt eure Fee vollständig wieder her, indem ihr die Magie längst vergangener Zeiten ans Ausdauer siegen. Ein Aman, ey, bitte, hoffentlich stürzt dieser abgewichste scheiß PC nicht wieder ab, Alter. Dann flipp ich aus, Junge. Ich schmeiß dem John wieder gegen den Kopf, Junge. Dem kleinen Wichser. Aber es ist auf jeden Fall noch kühl im Rechner. Kastanik. Aman. Mann, Dicker, Alter. Wenn es immer so große Auswahl gibt, dann tue ich mich immer so schwer, weißt du? Kennst du das? Hey! Aber ein Kastanik sieht auch krass aus. Ey, dicker Mann, ist gerade dein Ernst, dass du nicht antwortest? Dicker? Ach ja. So ist das, meine Freunde. Aman habe ich eigentlich. User joined your channel. Digga, ich glaube, ich wurde rausgeschmissen, weil jemand den gleichen Namen hat hier drinnen. Ist oder so, keine Ahnung. Echt? Hast du Keine jetzt einen neuen Ahnung. Namen genommen? Ja. Wie heißt du jetzt? Schimmel. Wirklich? Nein, Spaß, Ach so, schade. Digga. Ich, So, Digga, was? ich rede hier die ganze Zeit. Ich fange schon an, dich als Hurenkind zu bezeichnen, aber. Okay. Keiner antwortet. So, nehme ich jetzt einen Aman oder Kastanik? Die sehen beide geil So, ich aus. nenne mich der Sammeln von Ernst. Ori, der ist schwul, Eline ist Mann, scheiße, nee, Baraka. Digga. Ich nehme einfach einen Aman jetzt. Klasse wählen. Nehme ich einen Lancer. Nehme Berserker. Junge, was ist das denn schönes? Was ist mies? Heiler, Fernkampf, Stoffrüstung. Die mächtige Unterstützerklasse der Mystiker setzt ihre Fertigkeit ein, um ihre Gruppe mit Stärkungen und Auren zu schützen und zu stärken. Außerdem beschwören sie mächtige Leibeigene als Unterstützer, Heiler und Helfer im Kampf. Digga, ich Oha. nehm Hochelf. Ein Hochelf? Ja. Ah ja, okay. So, Zauberer. Digga, Magier sind immer so krass mächtig, Alter. Nimm mir auch Magier. Aber der sieht voll schwul aus, Alter, als Elf. Weißt wie. Was? Ein Amar als Magier sieht echt schon krass aus, Digga. Ja? Ja, Mann. Ach, der Frontlinie, Mann. Das war drin. Zerstörer.
Ein leicht gepanzerter, wendiger Kämpfer mit einem verheerenden Großschwert. Sein Kampfstil ist von Angriffen, die großen Schaden bewirken, und geschickten Ausweichmanövern geprägt. Aha. Lanzer. Boah. Lanzer sind schwer gepanzerte, auf den Stellungskampf spezialisierte Kämpfer. Mit ihren Rufen und Spezialangriffen verbreiten sie Angst und Schrecken. Sie haben zwar Schwächen in Bezug auf Bewegungsgeschwindigkeit und Angriffsstärke, sind aber im Spiel die Klasse mit der höchsten Widerstandskraft. Aha, okay. Sieht schon böse aus. Hast du denn gesehen, dass es zwei so eine Option gibt, hier zu wählen? Sowas wie Horde und sowas, weißt du? Ach so, nee. Ich bin davon ausgegangen, aber ich weiß nicht, ob es das gibt. Okay. Also, ich bin davon ausgegangen, weil wenn du hier aussuchst, ob du Hochelf nimmst oder Kastan oder Aman oder Mensch, je nachdem wäre es dann halt zu dunkel oder böse gewesen. Weißt du, was ich meine? Weil der Hintergrund verändert sich ja dann auch dementsprechend. Ja, deswegen dachte ich so, weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Kastan nimmst und ich Hochelf oder so, da hat es keinen Sinn, weißt du? Ja, Digga, deswegen sag mal an, was du nimmst, ich tu mich drauf einstellen. Ja, wir spawnen sogar an derselben Stelle, denke ich. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach wieder einen Aman. Aman nimmst du, ja, das sind diese Bösen, dann nehme ich so. Oder? Mann, Alter, ich kann mich nicht entscheiden, verdammte Scheiße. Boah, was, Mann, ich nehme jetzt eine sexy Kastanik. Oh, ich nehme auch eine Kastanik, Digga. Männlich oder weiblich? Nicht natürlich, Digga. Doch Eier. Ach du Scheiße, Digga. Oh, manchmal würde ich schon gerne. Die Comicfiguren ficken, das doch einfach. Genau so ist es, Digga. Genau so ist es. Scheiße, Junge. Oh mein Gott, Junge. Wie die sich bewegen. Diese Schlampen, Alter. Genau so, Junge. Genau so. Nicht anders. Digga, ich klicke jetzt hier auf weiter, ja? Ich nehme jetzt einen Kastanien-Zauberer. Mann, Alter, was? Was? Oh, die sieht ja so unsexy aus. Hure? Oh, Mystikerin. Kastanien, ich guck mir das mal an. Ey, ich nehme einfach eine Berserkerin. Berserker verursacht mit ihrem aufladbaren Angriffen verheerenden Schaden. Sie sind außerdem in der Lage, Frontalangriffe abzuwehren. Digga, hab die Titten, ja. Allerdings verlieren sie rapide an MP, solange sie nicht angreifen. Oh. Aha. Digga, Alter, wie sehen die Weiber aus? Was ist los mit denen? Mit wem? Ja, wie die hier aussehen, Alter, krass. Die Titten und so. Mann, Alter, ich kann mich nicht entscheiden. Ausweichender Tank oder Schadensschlucker. Nahkampf, Lederrüstung. Zauberin. Mann, ich nehme jetzt einfach hier so eine prüde Zauberin. Kastanic, ja? Ja. Hey, Digga, du nimmst Zauberer? Ja. Und auch Zauberer. Ja, okay, dann nehme ich halt einen Heiler. Digga, ja. Nein, nimm irgendwas anderes. Ja, dann nehme ich einen Krieger jetzt. Kleiner Wichser. Aber ich glaube, die machen wenig Schaden, ne? Krieger oder Zerstörer? Nice gepanzerter Wendiger. Die sieht richtig geil aus, hä? Ne? Ihr Arschloch würde ich lecken. Welchen nimmst du jetzt, Krieger oder Zerstörer? Krieger habe ich nicht genommen. Was habe ich denn jetzt genommen, Mann, du kleiner Wichser? Zerstörer, Mann. Zerstörer habe ich genommen. Okay, alles klar, ich bin Zauberer. Gut. Wahns. So, Digga, was für Voreinstellungen. Fällt mir aber gar nicht, Alter. Gucken wir uns das mal an. Ja, hier hat man auf jeden Fall eine ganze Menge Möglichkeiten, kann man so sagen, ne?
Oder? So, machen wir mal Extras. Was geht hier so ab, Alter? Was sagst du dazu? Ja, man, das ist auf jeden Fall mäßiger. Also ich find's geil. Hier so ein Goku-Frisur, Alter, geil. Oh Gott, Alter. Scheiße, ey. Oh, Gesicht, nee, komm mal da. Ja, man ist schon sowas wie mit einer Locke noch vorne dran. Mann, krass. Hauttöne ohne Ende. Muss ein bisschen Solarium so aussehen. Bisschen muss ein bisschen nach Spandau aussehen, Ja. Digga. Details. Digga, Ja, die Digga, schön. Au Knochen. Was? Knochenbau? Braun. Okay, warte mal. Wo erkenne ich das sie? Ah ja, okay, von der Seite. Oh, ja, so leicht. Wangenknochen, Baby. Oh Gott, Junge, die wird ja immer geiler. Oh, oh, ich komm gleich, Junge. Oh, stell mal vor, du könntest dir in deinem richtigen Leben deine Frau auch selber gestalten. Digga, das wäre so geil, Alter. Alter! Wirklich, Alter. Hey, dann was würdest du machen? Also, Okay. hast du irgendwelche Wünsche, was eine Frau betrifft? Guten so. Was? Richtig guten, dicken Arsch. Oh mein Gott, ja. Die Ja, soll ich meinen Finger Augenbreite. böse machen oder so? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Oder Form. wenn ich hier so eine McDonald's-Augenbraune haben, Alter. Höhe. Nein, das kann so bleiben. Abstand. Ja, so ist schon besser. Der Winkel. Digga, ich glaube, das ist. Ja, das bleibt so. Innere Brauen. Boah, Alter, was kann man hier noch machen? Knochenbau, was für Knochenbau, Alter. So, die Nase. Digga, du kannst ja alles machen. Die Nase. Wangenknochen, Kiefer, Alter, Aber die komm. Nase ist so okay, würde ich sagen. Ja, Mann, die ist so okay hier. Da mache ich nichts. Der Mund. Oh. Oh, was ist das denn Geiles? So, die Mundbreite. Ne, ist zu breit. Ja, so ist schon geil. Lippenfülle. Zu schmal. Öffnung. Schürzen? Was sind denn Schürzen? Digga, was sind Schürzen? Weißt du das? Ah ja, okay. Schürzen, Mundwinkel. Viel machen, Junge. Ist das geil. Stets am Lächeln. Stets am Lächeln. Die Drehung. So, was für. Ach so. Ey, ganz ehrlich, wenn ich so einer Dame auf der Straße begegnen würde, ich würde sie direkt fragen, ob sie mich heiraten wird. Shit, Digga. Ernst?
Du kannst sie dir ja gleich angucken. Wie weit bist du? Ich bin jetzt beim Mund. Oh. Ich bin jetzt schon bei der Kleidung. Oh Mann, welche nehme ich denn? Die sehen alle geil aus, Mann. Es ist immer so schwer, sich zu entscheiden. Ja, das sieht geil aus. Das. Das. Oh ja. Oh ja, oh ja, ja. Oh Gott. Ach, das sind verschiedene Ausrüstungen. Ah ja. Okay. Okay. Ha! Name. Alter. Die Göttin Nuru. Göttin Nuru. Okay. Was? Oh Mann. Okay. Achso, ich glaube, ich weiß. Oh Digga, jetzt bin ich bei Kleidung und nehme mal auf. Tete. Mann, scheiße. Carmen Electra. Alter, sehen die Charaktere krass aus, Junge. War? Kleidung schon sieht krass aus. Ja. Ey Mann, Alter, welchen Namen gebe ich denn jetzt? Ich bin da immer so unkreativ. Okay. Mann, was? Supernatural. Mann, das ist doch scheiße. Name, wie heißt der Gute? Heiko. Supernatu. Mann. Name ist bereits vergeben oder nicht verfügbar, Alter. Was nehme ich denn für einen Namen, Digga? Mann, jetzt muss ich mir irgendeinen scheiß Namen aussuchen. Namen aussuchen. Bierflaschensammler. Dein Ernst? Nein, Digga. Ich guck jetzt schon auf CD-Hüllen. Haben wir denn noch Klybus? Mal gucken, Klybus. Geht das? Digga, es geht, Mann, Digga. Ich hab meinen Namen. Pyros. Das ist doch okay, oder? Fertigstellen, Alter. So, dann bin ich mal gespannt. Mann, jetzt überleg mal für mich mit, ey. Gut, Weiblicher Name. Bierflaschensammlerin. Klitoris. Poitus. Chrysanthene. Chrysanthen. Oh, scheiße. Chrysanthen, Digga. Fertigstellen. Hast du? Ja, Mann. Oh. Hast du schon gestartet? Ja. Tum. So. Digga, was schickt der mir hier oh Mann, die tanzt hier rum wie eine kleine, verfickte Göttin. Da, die Insel der Dämmerung. Es geht los. Hast du schon gestartet? Ja, ich hab grad diesen Film, also bei mir fängt gerade dieser Film an. Ah ja, okay. Bei dir auch?
Ich habe mir den da vorne schon angeguckt, aber jetzt, ja. Da, die Insel der Dämmerung. Wow, Endlich geht's zur Sache. Habt Geduld. Diese Insel hat die erste Expedition das Leben gekostet. Hochmütige sterben hier früh. Ha! Der, der es wagt, sich mit mir anzulegen, stirbt hier vielleicht früh. Wer ist dabei? Deine Mutter ist dabei. Digga, wie machst du dieses Feld auf Aaron zu? Schau mal kurz. Die sich aus dem Meer erhob, träume ich davon, sie zu sehen. Oh, okay, nee, hat schon. Ihr braucht ehrgeizigere Träume. Wo es eine geheimnisvolle Insel gibt, gibt's auch uralte Schätze. Der perfekte Ort für mich also. Bei den Titanen. Diese Insel ist riesig. Genug geredet. Runter mit euch und meldet euch zum Dienst. Für die Föderation. Für die Föderation. Wartest du noch auf mich da vorne? Ja, ich bin hier. Immer noch hier. Weil ich aufgestiegen bin. So, da sind wir jetzt auch schon am Start. Klyros, hier ist Chrysanthen, na Baby? Na, Alter? Alles klar bei dir, oder was? Es ist eine Freude. So. Oh, Digga, jetzt die Alte anklicken, oder was? Hast du die Alte angeklickt? Mit F, Digga, nimmst du Questen an. Lohnt sich das für mich? F. Warum sollte sie euch dorthin senden? Wir wollen noch nicht einmal hier sein. Zwielicht der Morgen, Mann. Ist es wichtig? Ja, es Wie? Ist. Wie? Was? Wegwursten. So, was haben wir denn hier eigentlich? Kenntnisse. Ihr könnt Hilfe. Aha. Aha, ja, interessiert mich aber nicht. Was ist denn Right-Click? Warte mal. Ausweichrolle. Aha, okay. Auf und dient. Elfen weisen den Weg. Erzähl mal ein bisschen was, Bro. Was? Erzähl mal etwas. Ja, ich weiß nicht, was ich dir erzählen soll, Alter. Du stinkst ja nur, das riecht bis hierher. Was kam eigentlich in der scheiß Englischarbeit vor? Ja, weißt du jetzt nicht mehr, Alter. Was mit Sport oder so, ja? Mit F sammelst du auch den ganzen Scheiß hier auf, ne? Vielleicht hast du auch eure Karte zu überfliegen und zu fallen. Ja, was? Was machst du da? Krieg doch das Ausrüstungssymbol auf, was? Machst du Dollschaden? Shit. Anspruch darauf. Ich hätte den noch Fisten, ne? Digga, wollen wir mal in unsere Gruppe gehen? Also wollen wir nicht mal eine Gruppe aufmachen? Mach mal. Weißt doch nicht wie, Alter, du Schwanz. Oh, ich hab was gedroppt, Digga. Bombe! Bombastisch! So, wie kann ich denn... Ich drück mal auf H hier, warte mal. Kompass, Kettenfell, Gruppen sammeln.
Gruppenmitglieder können Erträge vervielfachen, indem sie gleichzeitig einen Rohstoff sammeln. Der Charakter mit der höchsten Fertigkeit bestimmt den Sammelerfolg der Gruppe. Haha. Ja, okay. Wie erstelle ich eine Scheißgruppe? Sag mal, wenn ich... Hier, du hast hier übrigens fast, glaube ich, fast dieselbe Möglichkeit wie bei Clash of Clans, ne? League of Legends. Was denn? Da drück mal auf Q und dann kannst du auch auswählen, was du anzeigst. Mit der Maus. Ja, wie was man anzeigt. Naja, du kannst auch Achtung bei League of Legends zum Beispiel. Ja. So, weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Aber Mann, Alter, wo kann ich denn hier eine gottverdammte Gruppe aufmachen? Warte mal, ich klick mal kurz auf dich. Na. F. Gesellschaft, warte mal, Gesellschaft. Gilde, Freunde. Mhm. So, ich pack mal. Freunde. Machen wir mal. In die Gruppe einladen. Ja. Krüppchenbilderin. Hey, ich hab einen Erfolg freigeschaltet. Bilanz. Komm, Digga, lass mal hier killen kurz ein. Digga, ich hab meine Quest schon fertig, ne? Auch, ja. Kann ich hier meine Mausempfindlichkeit eigentlich höher stellen? So, Digga, jetzt Quest abgeben oder was? Nee, warte mal. Mann, Alter. Ey, wo sind denn hier die ganz verdammten ach hier, Mann, Alter, ich muss mich erstmal hier einfinden. So, Audio-Bild-Interface. Interface. Naja, whatever. So. Wo bist du jetzt? Da bist du. Okay, ja. Wir müssen jetzt. Ja, genau, hier lang. Digga, meine eine Attacke macht miesen Schaden, Alter. Ich gebe mein Wissen gerne weiter. Wir kämpfen alle gemeinsam, oder? Ihr müsst Hilfe brauchen. Haltet immer euer Wort. Ihr wollt stark sein? Dann übt mehr. Fertigkeit erlernen. Was denn hier, Alter? Dann haben wir hier den Wirbelwind. So, welche Quest haben wir? Alle funktionieren. Oh, du kleiner Wichser. Haha! Du Drecksvieh, ich fick deinen Mutter! Boah, Digga. Was denn? Liest du hier gerade erstmal alles durch, oder was? Nein, ich hab nur geguckt, Digga. Vielleicht den nächsten, Digga.
Guck dir das an, Digga. Ich glaube, ich mache ein bisschen mehr Schaden als du. Ja, kann sein. Aber die, Alter, die ist krass. Glückwunsch, ihr habt nun Stufe 3 erreicht. Dann sind wir doch schon fertig, Digga. Teilen wir uns eigentlich auch alles, oder? Ja. Wo siehst du das? Du kannst das zum Beispiel jetzt aufnehmen. Ich heb mal jetzt das Gold auf. Ja, kann ich machen. Immer fragen, stets prüfen. Ihr wirkt entspannt. Gar nicht gut. Auch in der Kampfkunst gibt es Genies. Ihr seid mit viel Talent ausgestattet. Digga, ich will Feuerball lernen, Junge. So, wir gehen weiter zur nächsten Quest. Ey, die kleinen Drecksviecher, die verlangsamen einen, glaube ich. Wo bist du? Ich glaube gerade hier, glaube ich. Im blauen Punkt, oder? Ja, da bist du. Welche müssen wir jetzt machen? Hier vorne. Bei Niveck. Okay. Stufe 3. Packen wir es an. Gibt's einen kleinen Kurzfilm dazu? Geht nach Westen und sucht nach einer Baumgruppe mit Flammen. So, jetzt geht's weiter hier, oder was? Du den immer noch? Weghaus der Böse scheint eine Schwäche für Ferkel zu haben. Zeit, dass sich jemand seiner Größe... Oder wenigstens kein Ferkel seiner Art. Schaltet ihn aus. Aber mit Vergnügen schalte ich diesen fürchterlichen Wiesel aus. So, komm mal her, mein Sonnenschein. Digga, ich bin tot, Alter. Ja, du bist da, musst dich hinter mir verstecken, Mann. Wo bist du denn jetzt? Ich bin tot, warte mal, keine Ahnung, wo ich da bin. Ich bin gerade hier in der Warteschleife. Insel der Dämmerung, zeitlose Wälder, ja, Mann. Wo ist denn hier mein fetter Freund jetzt? Mann? Boshafter Baum. Ja, die sind stark, da muss man aufpassen, Digga. Ja, du hast aber wenig Leben, vergiss es mal nicht. Oh Mann. Im Gegensatz zu dir bin ich ein bisschen. Bist schwul oder was? Aber ich hab die Quest jetzt fertig, Bro. Ich helf dir auch gleich. Das Geile ist, man kann hier den Angriffen ausweichen. Wofür auch noch nicht. Das wusstest du noch nicht? Nein, wusste ich nicht. Ich kann das mit der rechten Maustaste. Warte kurz hier. Ich gebe dir meine Quest kurz ab. Wir erobern die Welt. So, komm mit. Hey, so ein Typ kennen, ja? So einen boshaften Baum. Komm her. Ja, ich bin noch da. Hast du die Quest fertig? Jo. Gut. Du müsstest eigentlich... Ach,
nein, Digga, ich hab die doch schon fertig gehabt jetzt. Du hast doch schon einen gekillt, ne? Ich hab 3 gekillt oder so. Ja, dann hab ich dich auch schon fertig gehabt. Wir sind doch in der Gruppe. So, warte mal kurz. Profil. Hast du auch Items bekommen? Ja. Okay, warte mal. Hast du die Quest jetzt abgegeben? Ja, ja. So. So. Kommst du? Also. Ja, ich komme. Schön, euch zu treffen. Ehre den Soldaten. So, Belohnung erworben. So, erstmal muss ich mal ganz kurz gucken. Da habe ich schon meine neuen Items. Gegenstand Stufe 9. Ne, meine Stiefel habe ich noch nicht. Charakter. Ich habe keine Stiefel. Aber ein Schwert habe ich. Ja, naja, okay. Digga, kannst du es glauben, in dem Spiel kann man sogar springen, Alter. Ja, bei WoW kann man auch springen. Ja, ich weiß. Aber nicht bei Silk Road. Digga, click to go, Junge. Ja! Road to Glory, Junge. Irgendwie an dich heften, Dinger? Ich muss voll pissen, Alter. So tracen, meinst du? Ja. Weiß ich gar nicht. Genau. Mann. Ja? Tschüss, willst du mich vernichten, oder was? F? Nee, ich kann mich irgendwie nicht an dich heften. Drück mal mit Dings hier, warte. T? Duell, Handel in Gruppe einladen. F-Match beitreten, Einladung zum Deathmatch. Wenn du auf mich klickst, Digga. Blockieren, folgen. Da, folgen. Achso? Ja, hab schon. Geh mal kurz pissen, ja? Pass auf, dass ich auch hinterher komme und so. Okay. Ich bin, glaube ich, nicht so schnell wie du. Hast du was genommen? Klar, LSD. Ja, alles klar, cool. Wir ehren einander. Eure Arbeit gefällt mir. So, was haben wir hier? Alter. Entfacht ein Lagerfeuer, an dem ihr euch gemeinsam mit anderen ausruhen könnt. Kann nicht neben einem anderen Lagerfeuer. Gesammeltes Material für die Herstellung magischer Gegenstände, gewonnene Kristallenergie. Harnisch. Boah, was ist das denn? Verteidigungsmodi. Naja. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Was ist das? Tierhaut zur Lederverarbeitung. Feingelassenes Material. Brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Okay. Okay, okay, okay. Sonnenessenz. Oh, vielleicht brauche ich das ja irgendwann mal. Da bist du ja wieder, kleiner Wichser. Tududu, kleiner Wichser. So.